Moin und willkommen bei Affenfratze. Heute etwas untypisch für uns. Wir machen ja sonst immer weggebreddert, viel zu lange gezockt Videos, was wir gespielt haben. Aber heute wollen wir nur über ein Spiel tatsächlich sprechen, weil es auf meiner Liste für den Auszug steht. Und warum das so ist, erfahrt ihr in diesem Video. Über welches Spiel, von welchem Spiel wir reden, das ist Mythwind, das ist von Open All Studios, was in Deutschland von Board Game Circus übersetzt wurde, also die deutsche Version. Und ja, wir haben das jetzt, glaube ich, 4 Abende lang gespielt. A3x A ein Zeitalter, eine Jahreszeit und ein Abend zwei Jahreszeiten. Und vielleicht fangen wir mit dem Material an. Das Material ist wirklich sehr schön, sehr top gestaltet. Jeder hat hier sein Büchlein, jeder muss halt auch seine eigenen Regeln kennen. Ich kenne tatsächlich auch nur meine Regeln, Jan kennt seine Regeln, Lisa kennt ihre Regeln. Ich habe mich nie in die anderen Regeln eingelesen. Dann gibt es halt ein Hauptregelwerk und kleine Täschchen gibt es hier. Hier gibt es auch so ein kleines Kärtchen von dieser Welt. Zack. Ein kleines Bildchen. Und dann haben wir hier auch schon das Material. Jeder, das ist ein Hochglanzbild. Fotoqualität. Ja, kleines Bildchen. Zum Einrahmen. Zum Einrahmen. Jeder Spieler hat hier so sein Tray, mit dem er spielt, wo er auch drin speichert, seine Sachen. Das ist sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Weil wirklich, also ich habe noch nie ein Spiel in der Komplexität so schnell auf- und abgebaut. Mhm. Hat keiner gesehen. Dann muss ich was drüber machen beim Videoschnitt. Das ist ein Spoiler. Achso. Ja, ich glaube, schlimm wird es nicht sein. Das ist auch nicht allzu schlimm. Das Spielfeld ist auch halt eben mit diesen drei Platten schnell aufgebaut. Und dann hat man noch verfügbares Material hier drinnen. Und auch hier unten geht das dann weiter. Das sind die Karten, die wir schon weggespielt haben. Also wirklich schnell aufgebaut, wirklich auch von den Regeln. Wenn die Regeln eindeutig wären, das kann man jetzt tatsächlich auch nicht Board Game Circus anlassen, das muss man einfach auch Open All Studios anlassen, dass die Regeln wirklich ein bisschen murks sind. Also es gibt tatsächlich von Board Game Circus auch so ein Live-Dokument, wo man immer wieder reingucken kann, wo nochmal Regelklarstellungen sind oder auf Fehler im Druck hingewiesen werden. Da gibt es ein Plättchen, das hat noch das alte Design drauf gedruckt. Das heißt, wenn ihr das umdreht, wisst ihr gar nicht, was das bedeutet, außer ihr habt schon mal dieses Dokument geguckt, was ich dann auch etwas länger immer verfolgt habe, bevor wir gespielt haben. Ansonsten haben wir, die ersten Partien waren wirklich, wie kann man das umschreiben, Jan? Anstrengend. Anstrengend, es ging einfach nicht voran, so, ne? Es ist, man muss sich im Klaren sein, das ist ein Spiel, was kein Ziel hat. Also es gibt nicht, ich kann verlieren, ich kann gewinnen. Man spielt so ein bisschen plätschernd vor sich hin, baut das Dorf auf, erlebt Abenteuer, stellt Sachen her, verkauft die, trifft auf Waldgeister, trifft auf andere Dorfleute, geht im Wald spazieren. Boah, ich glaube, das deckt das eigentlich ganz gut ab, so. Um was es da eigentlich so geht bei Mythwind. Dadurch, dass es kein Ziel gibt, fühle ich mich beim Spielen so, also alleingelassen? Ja, es gibt kein, also ich weiß nicht, wie ich das adäquat ausdrücken kann. Es gibt keinen Punkt, wo man denkt, den möchte ich jetzt erreichen, damit der Spaß ausschüttet oder so etwas. Man dödelt da einfach nur so vor sich hin. Es gibt ja nicht mal irgendeine Bedrohung, die man versucht irgendwie abzuwenden oder so etwas. Es ist einfach nur ein langsames Voranschreiten. Und dieses Voranschreiten ist auch noch so langsam, dass man
eine komplette Jahreszeit, so neun Runden quasi oder neun Züge braucht, also bis das passiert ist. Wie lange spielt man da dran? Eine Dreiviertelstunde vielleicht, wenn man schnell ist, eher so Stündchen. Und in der Zeit hat man dann vielleicht dafür gesorgt, dass ein Marker auf dem eigenen Tableau ein Feld weitergeht und beim nächsten Mal kann man dann eine Karte mehr ziehen oder so etwas. Und das, der Aufwand, den man da betreiben musste, um Fortschritt in diesem Spiel zu generieren, der war einfach, das stand in keinem Verhältnis. Das hat so wenig Belohnung ausgeschüttet, es ist einfach so wenig passiert, dafür, dass man da so viel gemacht hat, dass es einfach gefühlt so eine richtige Durststrecke war, das ganze Spiel über. Und ich habe, also, meine, also, ja, ist genau, was du sagst. Also, irgendwann werden die Zeit, Digga, auch länger, so von 9 auf 10 hatten wir dann ja auch zum Beispiel. Dann war halt die Frage, wann kommen die Waldgeister rein? Ja, musste ich dann erstmal auf dem Discord nachfragen, wann dann das, die Waldgeister-Symbole da sind, um halt eben Fähigkeiten weiter auszubauen. Das ist auch einer dieser Regelunklarheiten tatsächlich in dieser Anleitung, meiner Meinung nach. Also es gibt einfach super viele Regelunklarheiten. Und das macht das auch nochmal ziemlich anstrengend zu spielen, weil man möchte, also ich bin so ein Mensch, wenn es Regeln gibt, möchte ich die zu 100% befolgen. Ich haus Regel auch total nicht gerne, außer bei Klick. Aber ansonsten sind so Hausregeln gar nicht meins. Also der Autor oder Designer, der wird sich ja was dabei gedacht haben, warum das so ist. Und so möchte ich das halt eben auch spielen. Und hier war das, für mich war das tatsächlich ein bisschen mehr Arbeit. Erstens, weil ich ja das Grundregelwerk euch erklärt habe, dann musstet ihr eure Charaktere ja lernen. Aber immer wenn Fragen auftauchen, geht das ja immer an den, der das Spiel erklärt hat. Das heißt, es ging wieder an mich, ich bin wieder eine Anleitung am Blättern. Ja, kann ich nicht erklären. Warte, ich gucke auf den Discord, ich gucke in das Live-Dings. Okay, die Frage ist dann so und so geklärt. Wir hatten auch Fragen, die wir gar nicht geklärt haben, klären konnten. Dann ist auch die Regel, spielt es so, wie es für euch gut anfühlt. Das haben wir dann auch gemacht. Aber egal, also wenn eine Anleitung mir sagt, ich soll etwas spielen, wie es sich gut anfühlt, wird es keine Option für mich geben, muss ich jetzt sagen, die sich gut anfühlt. Ich brauche eine Regel klarstellen. Also muss für mich klar sein. Es muss... Ja, ich kann so 110% sagen, so ist die Regel. Ist einfach so. Das brauche ich. Ich bin bei dir. Da sind wir vielleicht auch so ein bisschen autistisch veranlagt. Aber das brauchen wir. Und, das hat nichts mit Autismus zu tun. So funktionieren Spiele. Das kann ja mit Playmobil spielen oder sowas. Wenn es eh heißt, macht damit, was ihr wollt, dann ist auch alles egal. Also ihr merkt gerade vielleicht, das hat uns total frustriert, dieses Spiel. Weil es einfach, also es sieht total schön aus. Ich dachte, jetzt kommt so auch die Mega-Story, die mich packen wird, dass diese Story einfach das ist, was die intrinsische Motivation in mir auslöst, das Spiel weiterzuspielen. Also intrinsische Motivation ist die Motivation, die aus dir selber rauskommt, im Gegensatz zu einer externen Motivation, wenn ich jemand motiviere, irgendetwas zu machen. Und Jan hatte keine intrinsische Motivation, Lisa hatte keine intrinsische Motivation. Ja, ich hatte dann auch keine einfach so. Ich hatte auch keine intrinsische Motivation. Dann habe ich mir gedacht, da können wir besser was anderes spielen. Und es ist vielleicht einfach nicht unsere Spielart, muss man auch da. Also ich dachte, es wäre unsere Spielart, als ich es gelesen habe und gekauft habe. Wir haben ja bei, wie hieß noch diese Seite, wo wir immer die Musik laufen lassen? Melodize. Genau. Und als du das angemacht hast, war da erstmal Harvest Moon und Stardew Valley und sowas. Ja. Alles solche Feelgood-Spiele, wo du eigentlich nur rumeierst, dein Feld bewirtschaftest, ohne gegen Monster zu kämpfen oder irgendwas Gefährliches zu tun. Und genau das will, glaube ich, auch dieses Spiel transportieren. So, du bist in diesem Tal und alles ist toll. Alle sind deine Freunde. Sogar diese Waldgeister machen irgendwie nie was Böses oder so. Naja, außer du machst was Komisches. Die Story schreitet so langsam voran. Also man kann auf Abenteuer gehen, dann hat man dann so einen kurzen Text oder passiert irgendwas Witziges. Da hat man auch eine A- oder B-Entscheidung. Das ist mal ganz spannend. Das passiert jetzt aber auch nicht am laufenden Band. So, das passiert vielleicht 3-4 Mal während so einer kompletten Partie. Wir haben so ein bisschen darauf hinausgefiebert, dass als es mal so ins zweite Kapitel ging oder den zweiten Akt oder was auch immer, so als diese Waldgeister dann sich verändert haben oder dann neue da waren, die dafür gesorgt haben, dass wir auch neue Fähigkeiten freischalten können, oder zumindest war es bei meinem Charakter so, dass wir dachten, okay, jetzt muss ja ein bisschen Fortschritt kommen. Jetzt waren vielleicht die ersten 3-4 Partien, waren so Lernpartien und jetzt geht's los. So, jetzt will das Spiel von uns, dass es anfängt. Aber da fing es nicht an. Es ging einfach so normal weiter. Und da fehlte mir einfach der Reiz, das zu spielen. Genau, also ihr könnt das halt in der Geschwindigkeit spielen, wie ihr wollt. Also, aber ihr könnt auch sagen, ja, ich mache jetzt nichts. Und könnt tatsächlich so ein ganzes so eine ganze Jahreszeit einfach nichts machen. So, das ist kein Problem, weil es gibt kein Ziel. Aber das Interessante ist, ich habe zum Beispiel Stardew Valley, habe ich das Brettspiel ja auch gespielt.
Und da hast du ein Zeitlimit. Du hast ein Zeitlimit, um Sachen zu erfüllen. Ja, das ist ja also bei den meisten Spielen so. Du hast ja auch eine Herausforderung gestellt. Aber die Herausforderung ist eigentlich da. Ja, du hattest ja hier ein Rundenziel. Aber das Rundenziel, da sind wir ja drüber gesprungen einfach so. Ne? Das war so, ja, machen wir. Das haben wir schon erfüllt. Haben wir schon erfüllt. Du darfst ja zwischen zwei Zielen wählen immer. Ne? War easy peasy jedes Mal. Und bei Stardew Valley ist tatsächlich so, du hast ja dieses Gemeindehaus, was dann wieder aufgebaut wird. Dafür musst du Sachen erfüllen, damit diese Räume wieder gestaltet werden, etc. Ist definitiv im Brettspiel sehr viel anstrengender als im PC-Spiel. Aber auch geil. Also das ist geil, weil es hat eine Zielsetzung. Du willst das schaffen, damit du das Spiel auch abschließen kannst. Weil wenn du schießt du das nicht ab, hast du das Spiel verloren. Mhm. Und, aber hier gibt es keinen Verlierer. Hier gibt es keinen Gewinner und hier gibt es keinen Verlierer. Das ist auch, steht auch so in der Anleitung drin. Und das hat uns, also hat mir auf alle Fälle das Spiel ein bisschen verhagelt. Das Material finde ich toll, finde ich geil. Da kann man nicht meckern. Würde ich gerne in anderen Spielen, die mir Spaß machen, umgesetzt sehen. Das ist so schnell ist Auf- und Abbau. Ich weiß, dass wir, ich habe mal eins gespielt, das auch so ähnlich ist, also so einen ähnlichen Bausatz hatte, so dass du diese Tableaus rausgenommen hast. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das hat, war ein bisschen wie Marvel United in so einer englischen Version. Das habe ich mit Jörg gespielt. Aber ich weiß, das habe ich auch gespielt. Ich weiß aber nicht tatsächlich mehr, wie das mit heißt. Mit den Metallwürfeln. Mit den Metallwürfeln, genau. Aber das hatte auch solche Inlays, die man rausnehmen konnte. Man konnte das hat man nur in den Trays gespielt. Das hat man nur alles in den Trays gespielt. Das war richtig geil. Jetzt weiß keiner, wenn ihr das wisst, welches Spiel wir meinen, schreibt das mal in die Kommentare. Aber ja, Mistwind. Ich weiß, es lässt mich auch ein bisschen sprachlos zurück. Wie heißt noch das, dieses Nintendo-Spiel, wo man seine Schulden abarbeitet und auf so einer Insel mit sortieren ist? Animal Crossing, ne? Achso, weiß ich, hab ich nie gespielt. Ja. Also ich glaube, Leute, die sowas toll finden, die finden vielleicht auch Mistwind toll. So. Also da kann ich mir eher so die Zielgruppe vorstellen. Ich mag kompetitive Spiele oder kooperative Spiele, die mir eine richtige Herausforderung stellen, die schwer zu knacken sind. So, das macht halt Spaß. Also entweder meine Gegner müssen meine Gegner sein oder halt eine schwer zu lösende Spielmechanik, die irgendwie auf mich eindrischt und Ärger macht. So, da muss halt was passieren, das muss spannend und aufregend sein und das ist bei Mistwind einfach nicht der Fall. Wenn ich mich entspannt zurücklehnen möchte, wenn ich denke, oh, ich komme von der Arbeit und möchte jetzt mit meiner Frau einfach nochmal zwei Partien Mistwind spielen, weil mich das entspannt, weil ich das toll finde, dass mal kein Gegner da ist, dass ich mal nicht diesen Druck habe oder so, da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch Spaß machen kann, aber da bin ich einfach nicht der Typ für. Nee, bin ich auch nicht, weil es ist. Ich brauche auch so ein bisschen Herausforderung. Zum Beispiel habe ich eine ganze Zeit lang mit Lisa Arena The Contest gespielt. Bock schwer die Scheiße, wenn du nicht würfeln kannst, ne? Aber das war so, das hat mich entspannt, weil, auch wenn wir verloren haben, es hat aber entspannt, weil ich wusste von Anfang an, ich könnte auch verlieren. So, hier weiß ich, irgendwas passiert, irgendein Fortschritt wird generiert, ja. Wie schnell das geht, ist halt meine Sache. Wie langsam das geht, ist meine Sache. Weiß ich nicht. Es hat mich nicht abgeholt, muss man ganz ehrlich sagen. Leider nein. Man hat auch nie irgendwann mal so ein bisschen das Gefühl wie, weiß nicht, ich habe eine Zeit lang ja auch KDM mit zwei weiteren Leuten gespielt, wir waren zu dritt. Und da hat einer einen Gegner gewürfelt und dann hat man sich darüber geärgert, dass er den ganzen Abend würfelt er scheiße, aber er würfelt dann den Gegner und saugut. Und man denkt sich, Keule! Warum? Warum kannst du jetzt auch einmal würfeln? So. Es vermisst einen im Endeffekt die Situation erstmal so, ne? Weil du stirbst, Charakter stirbt, etc. pp. Aber es hat einen Spaßfaktor halt ja. Eben auch dabei. So. Und ich habe Jan noch nie so traurig am Brettspieltisch sehen wie bei Mistwind. Seine Aussage war, als ich sagte, wir machen heute ein Video dazu, weil ich möchte es verkaufen, weil ich möchte euch einfach nicht mehr leidend am Tisch sitzen haben, hat er gesagt, Dennis, dir zuliebe hätte ich es auch zu Ende gespielt. Und ich glaube, das muss nicht sein. Auf keinen Fall. Also auch wenn das Material top ist und so schön, man hätte sich bei den Regeln besser reinhängen müssen, man hätte eine bessere Zielsetzung haben müssen, etwas gezielter. Ich kann verstehen, wenn Leute das gut finden, aber meins ist es leider nicht. Also wer Mistwind kaufen möchte, kann sich melden oder sonst bei eBay Kleinanzeigen gucken. Naja, haben wir auch mal was zu dem Spiel gesagt. Mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr ganz komplett anderer Meinung seid, also haut es gerne in die Tasten. So. Es sind verschiedene Geschmäcker, es ist halt einfach nicht meins. Und das ist auch okay. Ja, gerne kommentieren. Und ja, weiß ich nicht. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da und natürlich auch einen Kommentar. Ich gehe gerne in den Austausch.
Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video und ich wünsche einen schönen Morgen, eine gute Nacht, einen wunderschönen Nachmittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video geschaut habt, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.